So, YouTube. Hallo und willkommen zurück zu Worker and Resources. So sieht's aus. Wir sind noch mitten beim Bauen und haben hier gerade diesen wunderschönen Komplex entworfen. Ich bin mal gespannt, wie der so wird. Und wir müssen leider sehr viele Fußwege natürlich ziehen, weil nicht alle haben in alle Richtungen Ein- und Ausgänge, habe ich gesehen. Das müssen wir dann ein bisschen Trixi-Traxi machen. Und vielleicht, wir hätten auf der Seite vielleicht noch einen zweiten hinsetzen können. Aber ich denke erstmal, so reicht uns das. Und wir haben ja hier Müllplatz. Der würde auch die beiden Gebäude hierhin erreichen, aber nicht alle auf der Seite. Hier würden wir den hinteren nicht erreichen. Der Müllplatz hier... Hier ist gar kein Müllplatz, oder? Doch hier. Ich weiß gar nicht, ob die an einem Müllplatz hängen. Wir können ja mal gucken, dafür sind die Overlays nämlich gut. Gemischter Müll... Müll, genau, der hängt nämlich nicht an einem Müllplatz. Das heißt, das wäre gut, wenn wir das nämlich hinkriegen könnten. Die haben auch keinen Müllplatz bisher, nicht wahr? Das ist mir echt untergegangen. Aber wenn wir hier neben dem Müll... Wo hat der denn seinen Müllplatz? Da hinten, ne? Hier. Das heißt, wo hat der sein? Hier. Deswegen sind ein paar davon angebunden. Eigentlich wäre der Müllplatz an der Stelle optimal. Da ist ja sonst weiter nichts. Aber kriege ich nicht alle mit ran. Das ist ja faszinierend. Das sind mehr als 100 Meter zu denen da. Wow. Ja, das ist blöd. Und hier, das wäre aufs Privatgelände quasi. Da will ich ja gar nicht hin. Selbst das würde aber nicht helfen. Erst hier. Also hier hätte der Müllplatz hingemusst. Dann würde es gehen. Shit. Also würden wir den Weg wegnehmen und dafür einen Müllplatz hinsetzen, würde es auch nicht reichen. Aha. Okay, was ist mit hier hinten? Wenn wir den da hinsetzen, das würde helfen. Ganz ehrlich. Dann machen wir das doch. Dann kriegen die da noch einen Müllplatz. Der Müllplatz da ist schon fertig. Und hier... Ja, ist so die Frage. Eher mittig dann? Oder nicht? Aber das wären dann... die weiteren Verläufe zeigen. Wir müssen hier auf jeden Fall erstmal rüber. Am besten auch an der Stelle nochmal. So, genau. Und hier auch. Ja. Da kommen wir leider nicht ran. Das wäre gut gewesen. Da müssen wir hier auf der anderen Seite irgendwie drauf aufpassen, dass wir da irgendwie rüberkommen. Später. Und was brauchen die hier hinten? Eine Bushaltestelle, würde ich sagen. An der Stelle. Klar ist das laut für die, aber dann haben wir da eine und hier hinten eine. Und hier läuft ja eine Straße dann lang. Da wäre das, glaube ich, gar keine schlechte Idee, die Bushaltestelle dort zu haben. Straße, Bushaltestelle, Tiny Bus Stop, den nehmen wir immer. Und jetzt müssen wir nur gucken, obwohl... Und wir können ihn ja. Wirklich. So, da kriegt er vielleicht nicht genug. Eigentlich müsste der so schräg stehen. Dann. Okay, wir müssen erst die Straße hier ziehen. Und ich baue echt viel zu gerade. Aber irgendwie, wenn man einmal drin ist, gerade zu bauen, dann ist es echt schwer, da wieder rauszukommen.
Und jetzt haben wir halt damit angefangen. Und dann hat man so eine Art Stil. Vielleicht bauen wir ein anderes Stadtviertel noch, wo es dann nicht so ist, nicht? Dass wir hier eher ein gerades haben und dann kommt vielleicht ein rundes, eher verzweigtes. Das könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, dass wir da noch uns Optionen lassen und Möglichkeiten. Okay, von hier kommen wir nur so ran. Dann ist es so. Da an die Straße geht. Da an die Straße geht. Da zusammen geht. Hier rum geht auch. Dann hätten wir das zumindest. Okay, erstes Wohnhaus ist fertig. Müll ist fertig. Genau, Wasser und Abwasser wollten wir hier hinten hinsetzen irgendwo. Ich würde dann sagen, machen wir es so wie hier auf der Höhe. Oder machen wir es irgendwo hier. Da wäre es zu dicht dran. Ich glaube, Abwasser hätten die aktuell nur nicht. Ja. Das heißt, wir müssten hier auf jeden Fall Abwasser vorsehen. Dann bauen wir... Und Strom brauchen wir sowieso. Dann bauen wir hier hinten so ein kleines, kompaktes Ding. Wir brauchen ja eh noch einen Müllplatz, hatten wir gesagt. Die haben... Das sollten alle eigentlich mit dranhängen. Aber... Wenn wir hier noch einen hinbauen... Haben wir zumindest das abgedeckt. Und wir brauchen einen, um die hier abzudecken. Ich glaube, den baue ich einfach hier hin. Dann hätten wir hier hinten nochmal eine Entlastung. Plus die beiden Gebäude da. Oh, und dann einen auf dieser Seite. Ja, mit der Straße weiß ich nicht, ob die hier vorne langläuft dann. Was hier halt hinkommt. Vielleicht die Seite komplett gespiegelt nochmal daran. Aber das wäre vielleicht zu viel. Außerdem brauchen wir ein paar Sportplätze hier. Ja, hier wäre ein Sportplatz noch echt eine geile Sache. So in eher Richtung Park. Schade, dass man Parks nicht setzen kann. Das fehlt mir. Aber das könnte so ein gutes Add-on sein. Dass man nicht nur Monumente setzt, sondern Parks halt. Apropos Monumente, die haben wir gar nicht mehr gebaut, nicht? So eine Statue oder sowas, die hier vielleicht rumsteht, wäre doch was. Problem ist, die Statuen haben den Eingang nach hinten. Was sie so ein bisschen schwer zum Platzieren macht. Aber wir könnten ihn hier so drehen und nochmal nach so. Hätten wir hier zwei Statuen, die so an den Eingang stehen. Kann man hier einen Brunnen hinsetzen? Nee. Einen kleinen Brunnen haben wir nicht, oder? Nur diese großen. Ja, hier könnte ein kleiner Brunnen hin. Schließt er mit dem Haus hier ab? Hier ja, da nicht. Nee, das finde ich blöd. Es wäre schon schön, wenn es... Okay, manchmal kann man Sachen abreißen, manchmal nicht. So. Dann hätten wir zwei Springbrunnen, zwei Figuren. Das sieht doch auch nochmal nach was aus. Ja, ja, ja. Dann kommen da Büsche und Co. drumherum. Könnte eigentlich hier neben Wasser und Abwasser hinmachen. Zumindest Wasser könnte ich hier hinmachen. Das wäre doch was. Da ist die Verzweigung. Dann bauen wir die Wasserverzweigung nämlich hier hin. Kurz pausieren. Und dann das Wasserhäuschen auf die andere Seite vom Müllplatz.
Damit habe ich wenig Schmerzen. Zack. Und dann wären die schon miteinander verbunden und dann hätten die hier hinten Wasser. Okay, als nächstes Strom, auch wichtig. Stromhäuschen kriegen wir auch noch ein kleines irgendwo mank. Das ist immer kein Thema. Vielleicht sogar... Ich meine, später sieht man es eh nicht. So. Sehr gut. Und dann müssen wir nur mit dem Stromkabel von hier 1, 2, 3... Ja, 9 Meter reichen, oder? Müssen wir 9 Meter nach unten. Und dann bis... irgendwo hier hinten hin. Ich würde sagen so. Und dann an den ran. Fertig. Dann fehlt eigentlich nur noch Abwasser. Ah, die sind von hier verbunden. Ich habe mich gerade gefragt, wo sind die verbunden? Abwasser. Ja, Abwasser braucht halt recht viel Platz. Kirchen brauchen wir hier hinten. Vielleicht machen wir so ein Kirchengelände mit Abwasser. Ich weiß, man soll die Kirchen ja eigentlich eliminieren. Aber wir haben doch so schöne neue Kirchen. So eine barocke Kirche. Dass wir hier die hinmachen und dann im Hof. Da die hier. Wie viel brauchen die denn? Bretter, Ziegel, Ziegel. 300 Tonnen Ziegel. 1000 Tonnen Ziegel. Oha. Dom. Oh. Orthodoxe Kirche. St. Michaelis. Auch 1000 Tonnen Ziegel. Nur der Graveyard. Sacred Heart Cathedral Sarajevo. 162 Tonnen Ziegel. Wir gehen hier zu denen zurück. 108 Tonnen Ziegel. Das klingt erstmal vernünftig. Dann kommt hier so ein Kirchengelände hin. So. Und die kriegen dann einen Ein- und Ausgang und auch noch andere Dinge. Zum Beispiel so ein Gate. Genau. Die werden ein bisschen umzäunt. Und welchen Zaun nehmen wir da? Ja. Eisenzaun. Den hier vielleicht. Okay, wir können halt nicht zu dicht an die Straße damit. Geht nicht. Ist noch im Weg. Okay. Dann halt ein bisschen mehr nach hier. Das sieht nicht gleichmäßig aus. Ist doch kacke. Der Höhe. Besser. Wir können den ja auch eckig machen. Das finde ich zum Beispiel bei City Skylines nicht so gut. Das ist hier ein besseres System. Hier hinten will ich auf jeden Fall noch einen Ausgang haben. Ja. Und dann machen wir hier die Ecke fürs Abwasser mit rein. Ich müsste da beim Weg durch. Damit man da zur Not irgendwie rankommt. Dann müssen wir ein Zauntor. Vielleicht ist auch hier nochmal ein Zauntor wichtig. Warte, das müsste ja so. Und eins. Wir können es ja auch schräg bauen. Das ist auch hier nicht gerade wieder. Wer hat denn den Zaun gesetzt von euch?
soll ich es wieder gewesen sein? Oh, zu kurze Wege? Okay. Zu kurz, kein Thema. Kriegen wir hin. So, so. Ihm auch zu kurz, auch kein Problem. Kriegt er sogar von alleine hin, sehr gut. Oder kommen wir nicht an der Kirche vorbei? Passt nicht ganz vom Ding her. Weniger Drehung. Dann müsste das eigentlich passen. So. Jawohl. Passt, oder? Haben wir so ein Kirchengelände. Und dann gucken wir mal, wie wir das nachher gestalten. Jetzt erstmal aber die Wege. Die wären wichtiger. Also der eine Hauptweg. Ja, den machen wir mal so. Du da ran. Ah, zu weit. Wir können hier währenddessen das andere bauen lassen. Und dann würde die Kirche schon mal stehen. So, Abwasser sollte hier hinten hin. Abwasser, 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 Abwasser. Okay, Abwasser kommt. Geht in die Richtung weg, ja. Wir müssen spiegeln, damit der Weg da rangeht. Ich hoffe, das reicht mit der Pumpe hier. Spiegeln. Die müsste dahin. Okay, warte. Der Zaun müsste weiter nach links. Der Eingang. Das wäre gut. Kriegen wir das hin? Es geht hier echt um Millimeter dann, ob das passt oder nicht. So vielleicht. So. Okay, ich mach den mal gleich raus, dann überbaue ich den nicht aus Versehen. Okay, Wasserpumpe, gespiegelt, du würdest da hingehen, jetzt, könnte zu knapp sein, ich mache mal in weiser Voraussicht das Ding einen Millimeter nach rechts und dich einen Millimeter nach hinten. Und ich probiere es gar nicht erst, wir setzen das Ding einfach direkt neu. Und haben natürlich was vergessen, genau, es zu spiegeln. Liebes. Wäre cool, wenn er sich den Zustand speichern könnte zwischen zwei Klicks. Und Abwasser, Abwasser, Abwasser. Ich bin ja schon mal froh, dass wir diesmal nicht das Problem hatten, dass das Abwasser auf einmal nicht richtig angeditscht war. Das wäre es ja gewesen. Okay, bauen kann funktionieren. Dann ein Weg darunter. Kann ich dich... Ja, du kannst damit ran und ihr beiden zusammen. Sieht doch gut aus. Dann ist das hier versteckt hinter der Kirche. Und dann brauchen wir nur ein Abwasserdongelchens noch. Aber wo der hinkommt, ist ja Wurst. Der ist ja nicht so groß. Den kann man... hier hinter oder so am Amphitheater verstecken. Oh, dann laufen die beiden Rohre fast parallel. Es ist, wie es ist. Solange sie sich nicht überschneiden.
Passt alles. Oh! Oh, habe ich... Hatte ich aus Versehen Leute kaufen drin? Eieieiei. Ich habe nicht gesehen, wie das Geld gerade gedroppt ist. Das will ich ja gar nicht. Oh! Das muss ich mal einstellen, dass das ausbleibt irgendwie. Ach nee, stimmt. Ich weiß wieder, warum es weg ist, nicht? Wir hatten das mal an und dann... Da. So, dann passiert es mir nicht aus Versehen. Ich will gar keine Bürger mehr kaufen, nicht? Wir haben viel zu viele Kinder, als dass ich irgendwie Bürger kaufen will. Gut, jetzt habe ich ja schon die Kirche geplant. Jetzt mache ich das sicher nicht nochmal. Bei denen hatte ich drauf geachtet. Oha. Overlay. Also dieses Overlay von TTS Monster ist absoluter Schrott. Also wenn ihr ein anderes TTS habt, gerne in Discord damit. Aber das, wenn es reloadet, erstmal immer einen Blackscreen macht, geht absolut gar nicht. Also, außerdem hat es keine richtige Queue. Man kann nicht Replay von Nachrichten machen. Ja, echt. Ist es gut, weil es überhaupt geht, aber es ging auch besser. Und wie sind das andere Palmen, kann das sein? Oder die sind noch nicht ausgewachsen? Wir wollten noch Leute umziehen lassen. 88.000. 45.000 allein, weil wir Leute gekauft haben. Oh, ist das ärgerlich. Oh, das ist echt ärgerlich. Das nervt mich. Wir wollten Leute umziehen lassen. Overlay. Wo wohnen dann gebildete Arbeiter? Da hinten 4, 5. Hier nur ein paar. Die meisten hier. Wir haben gar nicht so viele. Kann das sein? 95 nur noch. Ja, das könnte langsam ein Thema werden. Vielleicht müssen wir die doch in sauren Apfel beißen. Und mal ein paar nachkaufen. Die hier würde ich umziehen lassen. Aber irgendwie zieht er die nicht um. Dieses Gebäude ist voll. Er hat was umgezogen? Arbeitskräfte. Sie sollte aber gar nicht umziehen. Zieht er erst Kinder zuerst um? Kann das sein? Also Leute, die hier ohne eigene Wohnung sind? Hm. Naja, mal gucken. Auf jeden Fall sollten die jetzt besser zur Polizei kommen, die anderen besser ins Krankenhaus, die Lehrer besser hierhin und die Richter auch besser hierhin. Müllplatz haben sie, aber kein Wasser. Doch, die haben sogar alles. Das ist gut. Sport wollte ich hier bauen. Sport wollten wir bauen. Bevor ich wieder tausend andere Dinge angefangen habe. Sport, 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 Sport. Hier ein Feld. Da ein Feld und eigentlich noch ein drittes. Man müsste ein Stück höher, ne? Der müsste ein ganz kleines Stück höher. Immer noch nicht ganz, aber besser als vorher. Was können wir da noch in die Mitte setzen? Vielleicht ein Kulturgebäude. Das haben wir hierhin gar nicht. Doch, das Amphitheater haben wir. Stimmt, eigentlich haben sie alles. Man könnte eine Library hier hinsetzen, aber ich weiß nicht, ob die was bringt. Aber sie kann auch nicht schaden. So teuer ist die ja nicht. Würde ich sagen, hier gegenüber eine Library... Oder kommt hier ein schöner Brunnen oder sowas hin? Nee, oder? Das wäre untypisch.
Und auch wenn die ganzen Dinger keine Straße brauchen, wäre schon gut, wenn hier mal eine Straße langläuft. Oder erst hier wieder. Ja, gut. Oder erst da wieder. Dann ist es halt so. Okay, der Fußweg passt natürlich nicht mehr. Der war mal vorher geplant. Und der sollte eigentlich gar nicht. Aber dann geht der... Okay, der würde ja gar nicht rankommen. Na, dann können wir nochmal neu setzen. Sportplatz. Okay, enger würde eh nicht gehen. Jetzt ist er zu weit oben. Immer blöd, dass die kleinen Straßenreste da noch stehen bleiben. Das jetzt wäre optimal. So. Und dann, wenn die anderen fertig sind, dann können die 139 Kinder auch da raus. Hier kommt die eine Bushaltestelle hin. Da ist eine Bushaltestelle. Und dann muss hier irgendwo auch noch eine Bushaltestelle hin. Hier am Rand oder so. Jetzt sollten auch eigentlich genau 0 Leute arbeiten. Das Problem ist, wir müssen aufpassen, dass das hier nicht leer läuft. Dass hier nicht produziert wird gerade, ist okay, nicht? Wir machen dann nicht so viel... Verdienst, aber danach haben wir mehr Arbeiter und das wird besser. Die Häftlinge, okay, 19 entflohen in diesem Jahr. Ich kümmere mich da nicht drum. Hier ist auf jeden Fall der Zaun schon vorgesehen mit Tor. Da bauen wir das natürlich auch noch irgendwann schön ein im Gefängnis, dass es ein bisschen besser aussieht. Wir haben eine Tankstelle hier, da und da. Funktioniert tadellos bisher. Die Reparatur funktioniert tadellos bisher. Wir haben genug Wasser. Wir können das Abwasser wegwerfen. Wir haben unseren eigenen Kies, der schon einen Großteil der Unkosten deckt. Wir haben ein funktionierendes Arbeiterverteilungssystem. Und wir haben ein Café. Okay, da können auf jeden Fall erstmal weniger Arbeiter rein. Und da muss Alkohol hin. Der hat leider auch keine Anlieferung. Wartet aber. Ich weiß, wie wir ein bisschen Kosten sparen können. Und zwar... Der das hier ansteuert, steht ja auch nicht rum. Aber der wird zu 99% voll sein. Wenn er das eine ansteuert. Deswegen fährt er von dem anderen da hinten. Dann noch... Zudem entladen wir. Hier sagen wir, entlade dich zu 60, da den Rest und dann fahr. Dann ist das auch schon versorgt. Da kommt Alkohol rein. Das ist ein Kindergarten. Das ist ein Amphitheater. Nahrung haben sie dort. Da ist Essen auch drin. Da könnten wir sagen, da müssen mehr Arbeitskräfte rein dann. Zack. Und da sind direkt die Kinder ausgezogen. Nur noch 49 ohne eigene Wohnung. Aber wir haben hier ein ganzes Gebäude noch fertig. Ohne Strom. Ja, der kommt. Habt Geduld. Der Strom ist auf dem Weg. Noch 33%. Und ja, das Stromkabel ist so gut wie fertig. Müllplätze werden gebaut. Wir müssen aber unbedingt diese Sachen hier ein bisschen mehr Priorität einräumen. Oder auch vielleicht einen Weg. Das wäre doch mal was. Weil... Doch, das ist am Weg angeschlossen. Okay. Ich dachte, ich habe hier vielleicht den Weg vergessen. Ich sehe hier aber keinen Weg, oder? Doch, da ist der Weg. Okay, man sieht ihn nur nicht, da liegen Erdhügel drauf. Okay, hohe Priorität,
hohe Priorität und Abwasser hier hinten hohe Priorität. Hohe Priorität. Hohe Priorität. So. Ihr verpasst euch ständig heute, normale Ment und Lytro. Ja, ich lese auch von euch immer WB-Re, WB-Re. Aber so ist es nicht. Manchmal ist man einfach ständig beschäftigt. Ich kenne das ja von mir. Ich würde manche Streams halt gerne auch mehr verfolgen, aber dann ist man da im Gespräch, dann hat man zu kochen, dann hat man da was zu tun und schon ja, hat man die Hälfte verpasst. Gut, aber aktuell sieht es aus, als ob die noch alle Straßen benutzen. Da würde ich noch warten. Der Müllplatz hier ist nicht fertig. Dann würde ich auch mal eine höhere Priorität einräumen. Dann ist die Ecke hier hinten zumindest von den Müll- und Abwasser- und Wassersachen fertig. Meine Bürgerzufriedenheit steigt bei 99% immer noch nach oben. Kein Strom wird gerade bemängelt. Okay, da gebe ich Ihnen sogar recht. Und Lebenserwartung ist auf 90%. Wegen Alkoholkonsum, das ist das größte Problem. Schlaganfall, Herzinfarkt. Viermal in einem Jahr. Ich glaube, das ist zu verschmerzen. Lebenserwartung 86 Jahre. Gesättigt sind sie, Sportgenuss 95, Alkoholabhängigkeit gerade mal 19%. Tippitoppi. Hat ein Radio 57%, hat ein Fernseher 12%, Regierungsloyalität immerhin noch 44%. Und da ist auch der nächste Turm noch fertig. Aber die haben alle keinen Strom mehr. Aber ich muss sagen, das ist doch gar nicht schlecht geworden, so vom Gucken her. Unsere erste, ja, wie wollen wir es nennen? Sozialbautmauer? Sozialistische Mauer? Ja, die sozialistische Hausmauer. Aber, wie schon gesagt, nicht, da ist eine Lücke. Das sieht man halt nicht, bevor man die nicht gebaut hat. Der Seite habe ich es gut hinbekommen. Aber hier habe ich es nicht gesehen. Aber gut, das kriegt man halt nicht hin. Solange es keine Snapping-Sachen gibt. Oder Preview-Modus, der nicht nur gelb ist. Aber so richtig sieht man es nicht, dass da irgendwas zwischen ist. Ich meine, selbst hier ist eine Lücke. Die ist halt nur wesentlich kleiner. Ich kann damit leben. Vom Weiten sieht es auf jeden Fall gleichmäßig und zu aus. Und das ist das Wichtigste. Geht natürlich alles ordentlich ins Geld. Hier wird schön am Zaun und den Türen gearbeitet. Er ist hier hinten schon an einem Abwasser dran. Sehr gut. Das Rohr ist auf 77%. Strom haben wir. Okay, sehr gut. Dann sind die Wingsen hier mit Strom versorgt. Wasser haben die anscheinend. Nur Abwasser nicht. Das heißt, der Abwassertank wird langsam volllaufen. Er ist aktuell bei 44%. Okay, hohe Priorität, hohe Priorität, das hat hoch, hoch. Das hier kriegt hoch. Und das hat hoch. Wasser kriegt eine mittlere und eine mittlere. Das ist dann nicht so wichtig.
Ja, aber mehr haben sie eigentlich nicht zu bauen. Kirche eine niedrige. Das eine. Was? Ich habe den Zaun auf eine hohe Priorität gesetzt. Ach du Scheiße. Habe ich aus Versehen den erwischt, anstatt das Kabel drunter, kann das sein? Hoch. 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 Doch, habe ich. Alles klar. Abwassertank ist immerhin. Der nimmt jetzt zumindest aus den Häusertank das schon mal erstmal auf. Das ist schon mal gut. Der hat nämlich ein bisschen einen Zwischenspeicher. Das bringt uns Zeit, den Rest fertig zu kriegen. Hier ist ein Kindergarten mit viel zu vielen Arbeitern drin. Ja, sagen wir 13 Arbeiter. 133 Kinder schaffen die. Nee. 10 Arbeiter reichen. Hier ist Alkohol. Sehr gut. Wasserversorgung ist sogar da. Das entlastet so ein bisschen das Ding hier. Wo kriegst du eigentlich dein Wasser her? Achso, von der links sogar. Ah, auch nicht schlecht. Ach, hier ist auch noch ein Verteiler. Alles klar. Und der reicht bis da hinten. Okay, verrückt. Ja, das sind die großen Wasserspeicher aus dem Workshop. Die sind ein bisschen besser. Die haben mehr Wasser auf Falde. Und jetzt muss ich nochmal kurz weg. Meine Waschmaschine hat mir eine E-Mail geschickt. Na dann. Viel Spaß. Ah, das sind Soldaten. Naja, gut. Die bewachen diesen Eingang. Die geben auch Regierungsloyalität. Das passt. Bis zum Kindergarten sogar. Und die Springbrunnen von der Seite. Sieht doch auch ganz schön aus. Hier können noch ein paar Blümchen vielleicht irgendwie hin. Wir haben hier Blumenbeete. Und dann haben wir da hinten so ein bisschen andere Stadtviertel werden wir da bauen, nicht? Eher aus den Häusern. So, dass die hier so drumherum laufen irgendwie. Hier hinten hatten wir die. Und das hier passt auch mehr zur Innenstadt, die wir hier gestaltet haben. Das werden wir hier so weiter rumziehen. Wobei hier ja die Uni geplant ist. Weil hier auch die Professoren drin wohnen können. Wir haben niemanden mehr ohne eigene Wohnung, aber ich sehe, die Dinger sind schon fast wieder voll. Eieieiei. Und sobald die Bushaltestelle fertig ist, was in wenigen Sekunden passieren wird, und zwar jetzt, müssen wir die Busse umplanen. Also, wir haben ja aktuell die Route hier mit den Haltestellen. Aber das können wir so nicht mehr weitermachen, wenn hier so viele Arbeiter sind. Würde ich sagen, wir steuern von der Station. Also, die liegt ja auf der linken Seite. Das heißt, eigentlich wäre es gut, wenn wir die ansteuern. Also, wir kommen hier raus. Okay, hier fehlt eine Straße rüber. Wir müssen alle da hinten rumfahren. Okay, das ist schon mal das erste Problem. Das müssen wir also lösen. Nehmen wir mal hier temporär die Straße rüberziehen. Das könnte schon mal helfen beim Verkehr. Na, alle Fahrzeuge, Fahrzeuge anzeigen. Das da, fertig. Okay, also, wenn der dahin. Wäre doof. Wir könnten also eine machen, die nach hier fährt und zurück. Eine, die nach da fährt und zurück. Auch blöd. Eine, die nach da und da fährt zurück und eine, die nach da fährt zurück. Hm. Zu viel, nicht? Wir könnten eine machen, die fährt nach, die kommt hier raus, fährt hier hin, fährt dahin und zurück. Eine, die fährt hier hin und dahin und zurück. Ja. Und die könnte eigentlich das mitnehmen. Und
Wer steuert das da an? Okay, wir haben ja hier drei und da drei. Das einzige ist halt die, die liegt so ein bisschen ab vom Schuss. Weil dann würde ich sagen, machen wir die drei auf eine Station. Also der steuert den Einser an. Das ist er hier. Dann können wir die anderen erstmal rauslöschen. Die interessieren uns nicht. Das wollen wir so übernehmen. So, du steuerst erstmal nur das an. Eins. Dann steuerst du das an. Nee, aber nicht an der Stelle. Dann steuerst du das an. Nach da, nach da. Und dann auf dem Weg dahin das da. Dann wäre es sogar besser, wenn wir eins... und zwei tauschen würden. Dann fährt er nämlich von hier raus, rechts rum und hat keinen links abbiegen. Außer hier an der Stelle, wo er reinfährt. Eins, zwei, drei. Okay. Dann nehmen wir den einzelnen Bus und dem sagen wir was Ähnliches. Du kriegst... Oh, schon wieder das Overlay. Also, das ist heute ganz übel. Das muss ich unbedingt abschalten. Das macht keinen Sinn mehr. Sorry. Aber dann, wenn der Dienst so scheiße ist, muss er leider rausfliegen. Jetzt hat er mich rausgebracht. Also, der Busbahnhof, den muss ich gerade lassen. So, wo sind die anderen beiden? Wir kommen hier raus und dann sagen wir, wir steuern erst rechts, rechts ihn an. Dann fahren wir nach rechts den da an. Und dann sagen wir... den da. So, und den ersten Ding machen wir nochmal weg. So, zeig mir diese Linie. Ah ja, stimmt. Ja, das ist doch wunderbar so. Okay, und jetzt haben wir auf der Linie drei Busse und auf der Linie nur einen. Dann, wo ist dieser Bus hier? Hä? Also das ist ein Bug. Der springt manchmal zurück, wo er nicht zurückspringen sollte. So, auf der Linie sind drei Busse und auf der anderen Linie sind zwei Busse. Das heißt, wir brauchen noch einen SKD 708er. Ups. Und dann müssen die sich natürlich erstmal einpendeln. Achso, arbeitet für Bauamt. Ich dachte gerade, hä, wo will der denn hinfahren? So, für diese Station... starten. Da haben wir auf allen drei. Dings. So, die Sache. Wir könnten hier Passagiere und Schüler, Studenten zulassen, durchaus. Dann könnten die von hier nämlich umsteigen zwischen den beiden Routen. Das passiert jetzt ja aktuell nicht. Das heißt, das müssen wir noch vorsehen. Ich weiß gar nicht, dürfen die hier mitgenommen werden? Genau. Wir dürfen uns hier nicht mit Arbeitern beladen, aber mit anderen. Und alle dürfen hier aussteigen. Genau. Das ist die erste Linie. Wir können mal gucken, ob wir dem Bus noch eine andere Farbe geben können. Er hat jetzt so ein Rot... Okay, wir können den vollrot machen. Dann bleibt die eine Linie rot. Dann machen wir die andere Linie blau. Genau, die hier ist noch nicht beladen. Außer mit Arbeitern. Entladen. Alle.
Und wir wollten die Farbe von der Linie ändern. Da brauche ich einmal den Bus. Und du wirst einmal blau. Wir brauchen den Bus. Und du wirst einmal blau. Und wir brauchen den Bus. Und du wirst einmal blau. So. Dann können wir die auch so ein bisschen unterscheiden, wenn wir die sehen. Und mal gucken, ob das auf lange Sicht klappt mit den... Weil irgendwie Schüler werden immer mehr. 9 Schüler. Du darfst so Schüler mitnehmen. Jo. Aber wenn die nie Schüler von hier mitnehmen, bringt das natürlich wenig. Es könnte natürlich sein, weil die da aussteigen müssen, weil ich das Umsteigen erzwinge. Dass die deswegen nicht mitgenommen werden. Okay, aber ich würde sagen, das ist etwas, was wir in der nächsten Folge herausfinden werden. Bis dann.